Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja, das Wunder, was im Schlaf passieren kann, dass unser Gehirn regenerieren kann, dass vielleicht auch Traumen gelöst werden können oder auch ein wichtiges Thema, was hält uns eigentlich vom Schlaf ab und wie wir heute mit den Fähigkeiten unseres Gehirns kombiniert, vielleicht auch mit binauralen Beats und anderen Techniken, wirklich da eine wunderbare Lösung finden, das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Karl, schön, dass du wieder da bist. Hallo liebe Carina, ich freue mich sehr. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt die Kamera eingeschalten haben, weil wir davor schon so ausschweifend uns über das Thema Schlaf unterhalten haben. Das ist doch, glaube ich, ein ganz spannender Schlüssel, was auch unsere ganze Gehirnfunktion angeht, aber auch Verarbeitung und. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mal darauf eingehen. Und vor allen Dingen, was du wirklich auch mit deiner 25 Jahre langen Erfahrung entwickelt hast. Mhm. Ja, also ich finde das Thema Schlaf grundsätzlich sehr, sehr spannend. Man hat in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel geforscht dazu, weil man wusste bis vor kurzem eigentlich noch nicht, wieso die Menschen überhaupt schlafen müssen. Nur zum Regenerieren hätte man sich denken können, wird es ja reichen, wenn ich mich nicht bewege, wenn ich zum Beispiel nur liege. Und deswegen hat man das penibel beforscht. Also das sind wirkliche Forschungsdisziplinen, die da unterschiedliche Sachen zutage gefördert haben, die allesamt extrem spannend sind. Also eins, was man vorweg sagen kann, ist, dass die meisten Menschen zu wenig schlafen. Also man sagt, dass die Menschen vor der Erfindung des elektrischen Lichtes rund 2 Stunden mehr geschlafen haben als wir heute. Und das fehlt uns natürlich. Was wären die 2 Stunden? Also wie viel? Wie lang? Na, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das kommt auf den ersten Blick auf das Lebensalter drauf an. Wenn man sich Babys anschaut, kleine Säuglinge, die schlafen ja fast 20, 22 Stunden am Tag. Die werden nur zum Füttern und zum Wickeln wach und dann schlafen sie gleich wieder. Und wenn man sich ältere Menschen anschaut, die stehen oft um 4 Uhr in der Früh auf, weil es gibt nichts mehr zu tun im Bett. Also da spricht man von seniler Bettflucht. Das heißt, es scheint was mit dem Alter zu tun zu haben, aber auch nur bedingt, weil dahinter steht etwas anderes, nämlich wie viel muss das Gehirn verarbeiten in der Nacht, was wir tagsüber Neues erlebt haben. Und jetzt kann man sich vorstellen, bei einem neugeborenen Kind, da ist jeder sinnliche Reiz etwas Neues. Das muss das Gehirn erst einmal einordnen, das Gehirn muss sich da erst entwickeln und das geht beim Schlafen am besten. Und bei älteren Menschen ist es so, dass die nicht mehr so vieles Neues erleben den ganzen Tag. Also die haben oft ein sehr gleichförmiges Leben. Ja. Die gehen in das gleiche Geschäft einkaufen, die haben den gleichen Tagesrhythmus, die treffen die gleichen Menschen, die essen die gleichen Dinge. Insofern muss das Gehirn da nicht mehr so viel verarbeiten und da werden sie eben früher wach. Aber sehr oft ist das bei älteren Menschen auch bedingt durch irgendwelche Krankheiten. Das hat man nämlich auch herausgefunden, dass Schlafmangel auch krankheitsbedingt sein kann. Zum Beispiel diese berühmte Alzheimer-Krankheit, das geht einher mit Schlafmangel. Da weiß man noch nicht, was ist vorher da, weil zu wenig Schlaf begünstigt eigentlich die Entstehung von Alzheimer. Und wenn man schon Alzheimer hat im beginnenden Stadium, wo man es noch gar nicht merkt, dann ist das oft gekennzeichnet, dass man nicht mehr so gut schlafen kann oder weniger schläft. Das heißt, so als Fazit gleich vorweg kann man sagen, das hat man wirklich herausgefunden oder glaubt zu wissen, dass der Schlaf ein Allheilmittel für alles ist. Also für die Krankheiten, für den Gesundheitszustand, auch für die Regenerationsfähigkeit des Körpers und auch für die Gewichtsbilanz des Körpers und auch für die psychische Ausgeglichenheit. Also das alles hat mit dem Schlafen zu tun. Und wir schlafen im Schnitt zu wenig, also der Durchschnittsmensch. Ja. Also man sagt, um jetzt diese Frage auch zu beantworten, als Erwachsener soll man zwischen 7 und 9 Stunden schlafen. Also 7 ist das untere Limit. Also da gibt es natürlich Leute, die sagen, ich komme mit 5 Stunden aus oder vielleicht mit noch weniger. Aber das weiß man heutzutage, man bezahlt den Preis dafür. Und der Preis bedeutet, der Körper wird krank und die Lebenszeit verkürzt sich.
Das heißt, ausreichend zu schlafen bedeutet auch, ich bleibe lang gesund und kann lang gesund leben, sozusagen. Also man soll wirklich schauen, mindestens 7 Stunden jede Nacht und so bis 7 bis 9 Stunden, sagt man. Studenten zum Beispiel, also bis dass die 20, 25 Jahre alt sind, die sollen überhaupt viel mehr schlafen. Also da ist das, wenn die 12, 14 Stunden schlafen, ganz normal. Es ist so, dass sich das Gehirn auch noch entwickelt in diesen jungen Jahren bis 20 Jahre. Und wenn man zu wenig schläft, dann entwickelt sich das Gehirn auch zu wenig. Das passt oft nicht in unsere Gesellschaftsform. Für meinen Vater zum Beispiel wäre das undenkbar gewesen, dass man um 8 Uhr in der Früh noch im Bett liegt. Das geht nicht. Ja, man muss ja den Tag produktiv verbringen. Aber das weiß man heute, dass das tatsächlich so ist, dass man mehr schlafen sollte oder wir tendenziell zu wenig schlafen. Ah ja, dann ist ja im Grunde, wenn du wirklich Kinder hast, dann einfach schlafen lassen. Genau. Also auch wenn die, weil das kenne ich ja früher auch noch, hinterher aufstehen. Ja, genau. Und ich dachte immer, ich lasse meine Kinder schlafen, egal. Ja. Die werden schon irgendwann von selber wach. Aber dann, wenn ich jetzt das natürlich höre, dass ihr Gehirn dadurch gefördert wurde, ja. Gott sei Dank, ja. Gibt dir das Recht, ja, im Nachhinein. Mhm. Schön. Welche Phasen haben wir denn im Schlaf, die wir wirklich auch nutzen können, um uns zu regenerieren, Traumen zu lösen, Themen zu lösen? Weil man weiß ja mittlerweile, da passiert ja noch so viel mehr. Ich glaube, wir sind gerade erst mal am Anfang von dem, was eigentlich alles, was wir wissen könnten. Also es gibt ja also im Wesentlichen 2 verschiedene Schlafphasen. Das sind die REM, der REM-Phasenschlaf ist das. Das REM bedeutet Rapid Eye Movement. Und das heißt, dass sich die Augen hin und her bewegen und das sehr schnell, also rapid, also bei geschlossenen Lidern. Man sieht das sogar, also wenn jemand die Lieder zu hat und bewegt sich die Augen hin und her, dann weiß man, dieser Mensch ist gerade in der REM-Phase. Und das ist gleichzeitig auch die Traumphase. Also in der REM-Phase träumen wir auch. Also das ist die eine Schlafphase und dann gibt es noch die zweite Schlafphase, die heißt Non-REM-Phase. Also sehr wissenschaftlich REM-Phase und Non-REM-Phase. Und man kann auch dazu sagen, das ist die Tiefschlafphase. Mhm. Da bewegen sich keine Augen mehr. Und da haben wir auch kein Bewusstsein. Also wenn wir träumen, haben wir auch so etwas wie ein Traumbewusstsein. Üblicherweise erleben wir das, was wir in den Träumen erleben, ja auch als Realität. Also wir glauben, das ist real, was wir da erleben in den Träumen. Das kommt uns oft gar nicht komisch vor, wenn uns da Ungeheuer verfolgen, die es gar nicht gibt, oder wenn wir durch die Luft fliegen und so. Das ist im Traum eigentlich ganz normal. Aber wir glauben wirklich, dass das real ist. Nur manchmal ist es so, da hat man ein anderes Traumbewusstsein, nämlich dann weiß man, ich bin gerade in einem Traum. Und das ist schon ein sehr hohes Maß an Bewusstsein, weil das bedeutet, ich weiß, es gibt mich, ich liege im Bett, ich schlafe und das, was ich erlebe, ist ein Traum. Und manchmal denkt man sich, Gott sei Dank ist das nur ein Traum. Und manchmal ist man fast enttäuscht und man sagt, schade, eigentlich ist das nur ein Traum sozusagen. Ich, ich will jetzt nochmal einschlafen. Ja, genau. Ja. Weil es so schön ist. Ja, ja. Ja, genau. Also diese 2 Schlafphasen gibt es und die wechseln sich ab. Vielleicht zeige ich das anhand von ein paar Bildern. So musst du ein bisschen nach vorne scrollen. Genau, das sind diese sogenannten Gehirnfrequenzen oder Gehirnwellenbereiche. Also diese beiden ersten, da ist man sehr wach. Also Gamma, da ist überhaupt extrem viel los in bestimmten Teilen des Gehirns. Der Beta-Zustand, das ist ein konzentrierter Wachzustand. In so einem Zustand würden wir beide jetzt gerade sein zum Beispiel. Dann gibt es den Alpha-Zustand und das ist ein entspannter Zustand. Also da ist man sehr ruhig, gelassen, entspannt. Den kennen wir auch sehr gut, weil dann gehen wir jeden Tag 2-mal durch, einmal beim Einschlafen, einmal beim Aufwachen. Mhm. Wenn man zum Beispiel am Wochenende keinen Druck hat, aufzustehen und dann döst man noch so eine halbe Stunde oder Stunde dahin, dann weiß man, das ist der Alpha-Zustand. Komme ich da auch in die REM-Phase? Die REM-Phase kommt erst nachher. Die kommt nachher, erst, genau, also ja. Bei dem Dösen schaffe ich das genau. Noch nicht. Genau, also das ist dann die Theta-Phase, der REM-Phasenschlaf. Da träumen wir auch. Und dann gibt es noch die Tiefschlafphase, die heißt Delta. Das heißt, hier ist die Einschlafgrenze bei der roten Linie. Und diese Einschlafgrenze, die unterschreiten wir dann. Ich habe kurz noch die Frage zu dem Gamma, hoher Informationsfluss. Ist es dann auch,
ist es Stress? Also ist es, da fährt jetzt ein Auto auf mich zu oder, weil das andere, okay, wir sind konzentriert, wir sind jetzt nicht im Stress. Würden wir es zum ersten Mal das Interview machen in unserem Leben, wären wir dann im Gamma oder immer? Nein, Gamma heißt eigentlich ein Zustand allerhöchster Konzentration. Und das ist so, dass das Gehirn das eigentlich nicht erreicht, überwiegend in einem Gamma-Zustand zu sein, sondern da gibt es immer nur bestimmte Teile im Gehirn, wo gerade extrem viel los ist. Also da fließen viele elektrische Ströme und diese Ströme induzieren diese Wellen. Also man spricht von einem Gamma-Outburst oder im Volksmund würden wir sagen, wir haben einen Geistesblitz. Ja? Ah. Und da ist gerade irgendwo ganz viel los. Mhm. Also es ist sehr interessant, man hat tibetische Mönche, die halt gewohnt waren, ihr Leben lang zu meditieren, also sich zu konzentrieren, die hat man zu einem Forschungsprojekt eingeladen in die USA und die hat man gebeten, während man sie in den Computertomographen geschoben hat, hat man sie gebeten zu meditieren. Und das Interessante war, dass die Gehirnfrequenzen nicht runtergingen, sondern in den Gamma-Bereich rauf. Also die hatten Gehirnwellenformen von 40, 45 Hertz. Also das ist, ein normaler Mensch kommt da gar nicht hin, weil das ist ein Zustand höchster Konzentration. Ja. Okay. Also so, das ist der Gamma. Aber es ist so, auch wenn wir in der Tiefe, das ist immer nur der überwiegende Teil des Gehirns, hat produziert gerade so eine Wellenform. Wenn wir zum Beispiel in der Tiefschlafphase sind, in Delta, dann gibt es in unserem Gehirn sicher auch noch Beta-Wellen und Alpha-Wellen. Mhm. Und auch umgekehrt. So wie wir jetzt sitzen, wir sind wahrscheinlich jetzt in Beta überwiegend, aber es gibt auch Gehirnbereiche, da ist gerade nichts los, die sind in Delta. Ja, da gibt es da diese gaussische Normverteilungskurve und so im Überwiegenden sagt man, jetzt bin ich im Beta oder jetzt bin ich im Alpha-Zustand. Wenn man Schlafstörungen hat, dann scheinen ja irgendwo Übergänge nicht richtig zu funktionieren. Ja, also vielleicht schauen wir uns das noch an, wie eine durchschnittliche Nacht verläuft. Ja. Nämlich, es ist so, dass man immer zwischen dem Theta und dem Delta hin und her wechselt. Das ist wirklich so eine Kurve. Tiefschlafphase und REM-Phase wechseln sich ab und gerade in der ersten Nachthälfte, die ersten beiden Tiefschlafphasen sind auch die längsten der Nacht. Also es kennt ja jeder diesen Spruch wahrscheinlich, der Vormitternachtsschlaf ist der gesündeste und so weiter. Und das hat damit zu tun, dass die ersten zwei Tiefschlafphasen die längsten sind und die sind extrem regenerativ. Und deswegen ist es wichtig, diese ersten beiden Tiefschlafphasen ausgiebig zu haben. Und was? Die sind vor Mitternacht. Ja, ja, und das habe ich nicht verstanden. Warum kann das nicht auch nach Mitternacht sein? Das kommt jetzt darauf an, ob man ein Morgenmensch oder ein Abendmensch ist. Also man kann die Menschen wirklich einteilen in diese zwei Kategorien. Es gibt einen Morgenmensch-Typ und einen Abendmensch-Typ. Ich zum Beispiel bin ein Morgenmensch. Bei mir gehen am Abend um 9 Uhr die Lichter aus, da ist, als hätte man mir den Stecker gezogen und ich bin sehr selig, wenn ich am Abend im Bett liege. Und dann passt das wunderbar mit diesen zwei Tiefschlafphasen, die habe ich noch bis um Mitternacht. Dafür bin ich in der Früh hellwach und dann gibt es den Abendmensch-Typ. Ich habe eine Kollegin bei uns im Büro, die läuft zur Höchstform auf um 11 Uhr in der Nacht und dann schickt die E-Mails um 1 Uhr, um 2 Uhr in der Früh. Und da ist die wirklich total produktiv, da arbeitet sie auch sehr gern. Aber Vormittag sieht man sie meistens nicht im Büro, also eher nur zu Ausnahmezeiten. Aber also, das ist auch schön als Arbeitgeber, wenn man sich so mit richten diesem kann, Rhythmus natürlich, wirklich genau. Zu gehen dann. Jetzt ist natürlich sehr hilfreich zu wissen, was bin ich denn selber für ein Typ, dass ich dann, wenn das irgendwie geht, mein Leben auch so ausrichte. Wenn ich zum Beispiel ein Abendmensch bin, dann werde ich nicht den Frühdienst übernehmen, sondern ja, werde ich halt versuchen, erst später anzufangen, dass ich nicht entgegen meiner Natur leben muss. Also das ist hilfreich. Und dann sagt man, dass es 40% der Menschen, dass die Morgenmenschen sind und 30% sind Abendmenschen. Der Rest sind Mischtypen mit einer Tendenz zum Morgenmensch. Das heißt, unsere gesamte Gesellschaft ist eigentlich Morgenmensch dominiert. Also die Abendmenschen sind eigentlich diskriminiert. Ja, also der normale Rhythmus ist, dass man halt in der Früh um 7, um 8 oder um 9 anfängt zu arbeiten und halt bis um 4, 5, 6 am Abend arbeitet. Und da werden die Abendmenschen erst so richtig warm. Und insofern ist gut, wenn man sich da richten kann. Und jetzt kommt es darauf an, ja, bin ich ein Morgenmensch, so wie ich, dann ist dieser Vormitternachtsschlaf sehr wichtig. Wenn ich immer erst zu Mitternacht schlafen gehe,
dann fehlen mir die ersten beiden REM-Phasen. Das ist schade. Wenn ich aber ein Abendmensch bin, dann reicht das, wenn ich um Mitternacht schlafen gehe oder erst um 1 Uhr in der Früh, weil dann habe ich meine zwei wichtigen Tiefschlafphasen. Also es verschiebt sich bei Abendmenschen um ein paar Stunden nach hinten sozusagen. Mhm. Für den Morgenmenschen gilt dieser Spruch, der Vormitternachtsschlaf ist der wichtigere, der regenerative. Wenn man so ein richtiger Abendmensch ist, dann muss man ein paar Stunden dazu rechnen eigentlich. Also ich würde jetzt behaupten, ich bin Abendmensch und ich versuche mich dann dazu zu zwingen, weil ich ja diese Vor-12-Uhr-Geschichte denke, okay, das ist jetzt wichtig, aber ich habe keinen Benefit dadurch. Ich werde dann irgendwann nachts wach oder ich bin morgens platt und verstehe gar nicht, warum. Also es ist manchmal auch verwirrend, weil du einfach sehr viel Forschungsergebnisse manchmal hörst, auch von vielen Gästen. Und dann sagen 4, 5, hey, vor Mitternacht, es ist einfach so. Und dann mache ich das und denke, warum geht es mir dann so scheiße damit? Also. Na, und in deinem Fall wird es wahrscheinlich reichen, wenn du erst um Mitternacht ins Bett gehst. Das kann man sich so ein bisschen austesten. Dafür wäre es wichtiger, wenn du am Morgen schlafen kannst. Ja. Ja, wenn du erst zum Beispiel um 8 oder um 9 Uhr dann das aufstehen, ist auch genau aufstehen die müsstest. Zeit, ja. Ja, genau. Mhm. Also davor schon, genau der Punkt. Dann passt das. Und jetzt kommt es auch darauf an, also wenn man immer zu spät ins Bett geht, ja, also bei den Morgenmenschen ist das, wenn ich immer erst um Mitternacht gehe, ist das zu spät. Bei den Abendmenschen ist das noch ein paar Stunden später. Dann fehlen mir die ersten beiden Tiefschlafphasen. Und die sind für das ganze Körpersystem sehr regenerativ. Wenn ich einen Schlafrhythmus habe, wo ich zwar früh genug ins Bett gehe, aber ich stehe immer zu früh auf, das machen die Abendmenschen tendenziell. Ja. Auch wenn gehen vielleicht um Mitternacht ins Bett, aber wenn die um 6 Uhr aufstehen, dann haben sie 2 Stunden mindestens zu wenig geschlafen und dann fehlt ihnen tendenziell der REM-Phasenschlaf. Mhm. Weil in der ersten Nachthälfte hat man längere Tiefschlafphasen, in der zweiten Nachthälfte hat man längere REM-Phasen. Und die REM-Phasen, da träumen wir ja und da arbeiten wir all das auf, was wir tagsüber erlebt haben. Also das Gehirn ordnet alles, was wir an sinnlichen Reizen erfahren haben. Unsere ganzen auch Mikrotraumen werden hier erlöst in diesen Träumen. Wir träumen da hunderte Male von hinten nach vorne, das, was wir tagsüber erlebt haben. Und das ist wunderbar für unser psychisches Wohlbefinden. Das heißt, wenn ich ein Abendmensch bin und ich stehe immer zu früh auf, dann fehlen mir die REM-Phasen und die gehen zulasten meines psychischen Wohlbefindens. Mhm. Und dann kommt diese Depression, Demenz. Zum Beispiel, und, ja, genau. Ich bin psychisch nicht mehr in der Balance. Was ich ja spannend finde, was passiert in der REM-Phase, was wir auch aus der Therapie kennen mit diesem Switchen da, dass man, also das wäre nochmal spannend. Ja, also bei der REM-Phase bewegen sich ja die Augen hin und her und gleichzeitig träumen wir. Jetzt ist es so, dass wir einen sehr komplexen Sehnerv haben. Der Sehnerv ist hinten am Auge angewachsen und der geht dann zum größten Teil, nicht ganz, aber zum größten Teil in die gegenüberliegende Gehirnhälfte, und zwar in den hinteren Schädelbereich. Das sind unsere Sehzentren. Das heißt, die Sehnerven überkreuzen sich so. Und dann ist es so, wenn wir träumen, arbeiten wir das auf, was wir tagsüber erlebt haben. Das heißt, wir haben Bilder im Kopf, sinnliche Reize. Und durch diese Augenbewegungen haben wir abwechselnd einmal hier Aktivität und einmal hier Aktivität, rechts und links. Immer abwechselnd durch diese Augenbewegungen. Und das bedeutet, beide Gehirnhälften werden synchron. Das heißt, die Nervenbahnen werden aktiviert, die beide Gehirnhälften miteinander verbinden. Und das hat zur Folge erstens, dass man am Morgen ausgeschlafen ist und das Gefühl hat, ich bin kognitiv wieder leistungsfähig. Das heißt, ich bin geistig wieder frisch. Mhm. Mein Großvater hat immer gesagt, Morgenstund hat Gold im Mund. Also das kommt daher. Oder schlaf erstmal drüber. Genau, das ist nämlich der zweite Benefit. Man ist auch psychisch wieder stabil am nächsten Tag. Durch dieses Abwechselnde. Wir träumen nämlich auch emotional. Ja, also die Emotionen kommen in unseren Träumen vor. Und das bedeutet, Information und Emotion werden ausgeglichen. Was zur Folge hat, ich bin psychisch stabil. Darum sagt man, ja, wenn gerade Weltuntergangsstimmung ist, so wie du sagst, schlaf mal eine Nacht drüber, morgens schaut es schon wieder ganz anders aus. Ja, man merkt es auch, wenn man zum Beispiel abends was hat, was einen vielleicht irritiert und man wird da gern noch geschwind mit einer E-Mail das korrigieren.
Das ist besser, man wartet genau, auf morgen. Genau. Lieber morgen. Schläft einmal drüber und dann ist der Ton vielleicht ein anderer, den man dann schreibt. Und das sind diese zwei Benefits von der REM-Phase. Erstens, man wird geistig frisch und zweitens, ich bin psychisch wieder ausgeglichen. Also man misst den Dingen einen adäquateren psychischen Gehalt, ja. Also emotionalen Gehalt bei. Mit anderen Worten, man nimmt die Dinge gar nicht mehr so schlimm. Ja. Und das machen die REM-Phasen. Insofern sollte man ausreichend REM-Phasen haben. Man sollte ausreichend Tiefschlafphasen haben und ausreichend REM-Phasen haben. Also das ist so, wenn man das zusammenfassen möchte, was die Wissenschaft herausgefunden hat über Schlafen, das heißt ausreichend Schlafen heißt höherer Gesundheitszustand, längeres Leben und psychische Stabilität. Ich habe dann durchaus auch mehr Spaß im Leben. Kann ich mir jetzt diese REM-Phasen irgendwie durch Frequenzen simulieren? Ja, genau. Da haben wir von Neurotunes einiges gemacht, wo wir diese Phasen ganz gezielt ansteuern kann. Und das erkläre ich vielleicht hier mit einem Beispiel. Hier ist es so, dass über den Kopfhörer bei unserer Musik zwei Frequenzen eingespielt werden. Also in das eine Ohr kommt ein Ton mit 190 Hertz, in das andere Ohr kommt ein Ton mit 198 Hertz. Und das ist eine Differenz von 8 Hertz. Und da hat das Gehirn dann ein Eigenleben. Das Gehirn denkt sich, diese zwei Töne sind so ähnlich. Eigentlich müsste das der gleiche Ton sein und rechnet die Differenz hoch und gaukelt uns dann nach einer gewissen Zeit vor, dass wir einen Ton hören, der genau in der Mitte liegt. Also das Gehirn rechnet sozusagen den Unterschied hoch. Und dann ist etwas sehr Interessantes, was dann passiert, nämlich das Gehirn beginnt, sich in dieser Differenzfrequenz am Schwingungsniveau anzupassen. In diesem Beispiel 8 Hertz. Mit anderen Worten, das Gehirn beginnt mit 8 Hertz zu schwingen. Wenn wir auf dieser Tabelle schauen, heißen 8 Hertz genau Einschlafgrenze. Das heißt, mit diesem simplen Trick zwei ziemlich ähnliche Töne und in der Differenzfrequenz passt sich das Gehirn an im Schwingungsniveau. Und das heißt, man kann durch die Differenz in eine Tiefschlafphase führen, zum Beispiel mit einer Differenz von der 1 oder 2 Hertz. Man kann das Gehirn in eine REM-Phase führen mit 4 bis 8 Hertz ungefähr. Oder man geht an die Einschlafgrenze. Oder wir haben auch eine Musik gemacht, wo man in den konzentrierten Wachzustand gehen kann damit. Das heißt, zum besseren Einschlafen ist eine Musik natürlich gut geeignet, die in die REM-Phase oder in die Tiefschlafphase führt. Und da haben wir einige Musiken dazu gemacht, die ideal sind, dafür einzuschlafen. Ist es nur mit Musik belegt? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man da gut aufs Unterbewusstsein zugreifen kann mit, ja, also, keine Ahnung, Affirmationen? Ja, oder? Genau. Also wir haben sowohl als auch. Also wir haben nur Musiken, die in REM-Phase oder Tiefschlafphase führen. Die sind ideal geeignet zum Einschlafen oder als Einschlafhilfe. Und dann gibt es natürlich auch besprochene, angeleitete Meditationen, die einem auch hineinführen. Und dann kann man dann natürlich mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Und da gibt es unterschiedliche Programme, die wir gemacht haben. Zum Beispiel Aktivierung Selbstheilungskräfte, höhere Regenerationsfähigkeit oder Affirmationen. Wir haben ein eigenes Affirmationsprogramm. Das ist natürlich hochwirksam, wenn man das beim Einschlafen hört. Weil dann kann das Gehirn, das Unterbewusstsein, das viel besser aufnehmen. Und das Gehirn hat dann die ganze Zeit, die ganze Nacht Zeit, das eben auch zu verarbeiten. Jetzt ist noch spannend, weil du ja das schon jahrelang, nutzt du das noch selber oder hast du dein System schon so konditioniert? Man kennt das ja auch bei Meditation, wenn man die schon anschaltet und man hat die schon oft genug gehört, kommt dieser Zustand, für den man früher vielleicht länger gebraucht hat, eigentlich sofort zustande? Ja, also ich würde sagen, es geht sehr viel schneller und sehr viel leichter. Aber natürlich auch, wenn man das öfter macht, der Tag ist wieder sehr lebendig und manchmal ist es stressig und dann ist, ja, muss man viel erledigen und viel denken. Und dann ist das natürlich trotzdem eine wunderbare Hilfe, durch diese zwei Frequenzen das Gehirn vollkommen zu synchronisieren und dann kann man viel besser loslassen. Und bei dieser Synchronisierung kommt auch nicht mehr dieser Plapperer sozusagen. Genau. Der wird abgeschaltet. Genau. Ja, dieses Gedankenkarussell, dieses, gerade wenn man jetzt irgendwelche Probleme oder Diskussionen hatte und dann immer wieder die gleiche Platte abspielt vorm Einschlafen.
Weil die ist tendenziell nur im Beta-Bereich, in dem hochkonzentrierten Wachzustand. Ja. Mhm. Da denkt das Gehirn. Und wenn das Gehirn aber runtergeführt wird in einer REM-Phase, der Tiefschlafphase, dann ist nicht mehr so viel los. Mhm. Also das ist fast so, als würde man dem Gehirn den Stecker ziehen. Sozusagen. Ja, ist ja eigentlich auch mal schön, gell? Ja, genau. Ja. Und ja. Dann kann sich das Gehirn viel besser regenerieren. Sehr schön. Ja. Was hast du noch für Methoden kombiniert? Ja, es gibt ein paar Einschlaftipps, die ich noch geben kann. Also die viele Menschen haben deswegen Probleme einzuschlafen, weil der Tag so stressig war. Und dann ist man zwar müde, fix und fertig oft am Abend, weil es war so stressig, aber man kann dann trotzdem nicht schlafen, weil der Organismus voller Stresshormone ist. Voller Adrenalin im Wesentlichen. Und der Körper, das ist das Interessante, kann dieses Adrenalin nicht aus sich heraus abbauen. Da gibt es eine einzige Möglichkeit, das Adrenalin zu neutralisieren, und das ist körperliche Bewegung. Das heißt, noch eine Runde spazieren gehen, eine halbe Stunde, Stunde, flotter Spaziergang zum Beispiel. Dadurch kann ich das Adrenalin rausarbeiten aus dem Körper und dann kann man auch viel besser einschlafen. Also das ist für alle, die mit Stress ein Thema haben, eine sehr gute Möglichkeit. Also man sagt, Bewegung jeglicher Art, Hauptsache Bewegung muss man machen, dann werden die Stresshormone eliminiert und dann kann man besser einschlafen. Was auch noch ein wunderbares Mittel ist, ist ein Basenbad zu nehmen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, und also mit Basenpulver oder mit Natron, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wenn man da eine halbe Stunde, Stunde in der Badewanne liegt und dann rauskommt, also wenn ich das mache, dann habe ich dann zu tun, dass ich noch rechtzeitig ins Bett komme, ja. Dass ich nicht schon auf dem Weg dort hineinschlafe. Also das ist auch sehr, sehr ermüdend und dann hat man einen wunderbaren Schlaf. Und dann gibt es natürlich diverse Kräutertees, die man da verwenden kann. Also den ich gerne nehme, der heißt Bedtime von, wie heißt die Firma? Ja, wir sollen ja eh keine Werbung machen. Also ja, Bedtime heißt der. Und ja, und dann ist natürlich auch hilfreich, den Tag noch einmal durchzudenken, den Tag abzuschließen, vielleicht zu überlegen, wo hätte ich mich besser verhalten können, Handlungsoptionen fürs nächste Mal sich zurechtzulegen oder sich auch dafür zu loben, was alles gut funktioniert hat, sodass man wirklich ein Hackerl setzen kann unter dem Tag und dann besser einschlafen kann. Und was natürlich eine großartige Hilfe ist, sind diese Neuromeditationen, also Neuromusik, Neurotunesmusik oder angeleitete Meditationen. In dem Fall ist es wichtig, dass man mit einem Kopfhörer arbeitet, weil es eben diese unterschiedlichen Frequenzen gibt. Und dadurch wird das Gehirn harmonisiert und wird eigentlich automatisch hineingeführt. Muss das ein spezieller Kopfhörer sein? Wichtig ist nur ein Stereo-Kopfhörer, was praktisch eh alle Kopfhörer sind. Natürlich kann man sagen, ja, je besser die Qualität des Kopfhörers, ja, umso besser auch die Qualität der Neuro-Effekte. Aber eigentlich genügen 5 Euro Handystöpsel und das reicht auch für, damit man diese Neuro-Effekte genießen kann. Dieser Ding-Dong-Effekt, wo ist denn der drin? Denn der ist auch in unterschiedlichen Musiken drinnen. Da gehe ich noch mal kurz zurück. Genau, das ist dieser Effekt. Also vorher bei den binauralen Beats, das war... Unsere Zeit ist schon rum. Ich fand es jetzt so spannend mit dir. Jetzt sag ich, nee, aber das machen wir noch geschwind. Okay. Jetzt war ich gerade erschrocken. Hui. Ja. Ding dong. Ja, also bei den binauralen Beats hat man 2 stehende Töne und die Differenz rechnet das Gehirn hoch. Bei diesem Effekt gibt es einen Ding-Dong-Effekt. Da hat man hier einen Gong, dann da einen Gong. Unterschiedliche Instrumente spielen das so abwechselnd. Und das ist eine tatsächliche Simulation der REM-Phase. Nicht über die Augen, wenn sich die Augen bewegen, sondern über die Ohren. Mhm. Und über die Ohren funktioniert das auch ganz hervorragend, weil der Hörnerv viel kürzer ist. Der geht auch nicht in die andere Gehirnhälfte, sondern gleich in jene Gehirnhälfte, wo das Ohr ist. Verteilt sich dann relativ schnell. Und das ist ein sehr mächtiger Effekt, der gerade auf die Psyche geht. Also da beruhigt man die Emotionen dadurch. Ja. Hat man da auch die Möglichkeit, das mal auszuprobieren? Oder? Ja, genau. Also wir haben einige Dinge bei uns kostenfrei auf der Website. Also neurotunes.com, wenn ihr draufschauen wollt, da gibt es kostenfreie Angebote, Musiken und angeleitete Übungen. Und es gibt auch eine App, die wir programmiert haben, die gibt es bei uns auf der Website. Die ist auch kostenfrei. Also da wünschen wir viel Spaß beim Ausprobieren. Super. Und gute Nacht und einen guten Schlaf wünschen wir dann.
Vielen Dank, Karl. War wieder super spannend und echt schön, wenn man eben genau die Verbindungen nutzen kann, um ja eben den Körper wieder zu regenerieren, letztendlich das Maximale rauszuholen. Ich bedanke mich auch, Corinna. Ja, danke dir. Tschüss. Liebe Zuschauer, ja, wunderbar, dass wir immer wieder Gäste haben, die die Möglichkeiten haben, uns wirklich in unseren Selbstregulationsprozessen zu unterstützen. Und da freue ich mich natürlich immer wieder darüber. Ich hoffe, Sie auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.